Georg Henkelmann auf dem Weg zu einer seiner Außenhallen. Der 50-Jährige möchte heute mit seinen beiden Söhnen eine kleine Traktorexkursion machen. Die beiden Jungs sind bereits vorausgeeilt. Der ältere Sohn, Franziskus, hat heute die Ehre, den D160-06 aus seiner Garage zu fahren. Der Knicklenker aus dem Jahr 1969 ist einer von vermutlich nur zwei Prototypen weltweit. Er trägt die Seriennummer 2. Deutz hatte den Schlepper später ohne die massiven Stoßdämpfer und mit waagrechter Haube gebaut. Aber in dieser Form ging er nie in Serie. Ja, es war so, dass ich also 1970, 1971 mit meinem Vater in Köln auf der DLG-Ausstellung war. Und da war diese Maschine ausgestellt und das war eigentlich das Highlight der DLG-Ausstellung seiner Zeit und eben auch entsprechend bevölkert, der Stand von Deutz. Und ich hatte da als 10-Jähriger keine Chance hochzukommen und irgendwie habe ich mir dann gesagt, also irgendwann kaufst du dir mal so eine Maschine selbst, um da mal selber raufklettern zu können. Das war eben als 10-Jähriger auf der DLG-Ausstellung damals nicht möglich, weil der so umlagert war, ne? Ursprünglich mit 160 PS ausgestattet, hat der Traktor nun einen 230 PS Motor. Eine weitere Besonderheit sind auch die abnehmbaren Seitenflügel. Der braucht also ordentlich Luft und deswegen ist es eigentlich von Vorteil, wenn er unter Belastung ohne diese Klappen fährt, weil er dann der Motor nicht so heiß wird. Das ist auch eine Besonderheit jetzt hier mit diesen Luftfiltern. Der hatte ursprünglich nur einen einzelnen Luftfilter oben in der Mitte vor der Windschutzscheibe. Und man stellte dann irgendwie fest am Anfang, dass er nicht genug Leistung brachte. Und das lag einfach daran, dass er zu wenig Luft kriegte. Und dann hat man das geändert. Man hat hier zwei separate Luftfilter rechts und links angeflanscht. Und deswegen sind auch die Klappen, haben diese Vertiefungen, diese Ausschnitte. Das ist also nicht original. Wird es wahrscheinlich auch so nur einmal bei dieser Serie geben. Nun kann's also losgehen. Das Gelände rund um den denkmalgeschützten Hof gehört zum Großteil zum Anwesen der Henkelmanns dazu. Auch die Bewirtschaftung der Felder hier macht der Diplom-Ingenieur gemeinsam mit seinem Bruder selbst. Schließlich ist Henkelmann auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern aufgewachsen. Und wann immer es die Zeit heute zulässt, unternimmt der 50-Jährige dann eben mal eine Ausfahrt mit seinen Söhnen. Die Knicklenkung des D160-06 ist in den Kurven besonders gut erkennbar. Gebaut ist der Traktor im Prinzip wie ein umgedrehter Radlader, eben nur mit der Kabine auf der anderen Seite. Mit einem Hubraum von über 11 Litern ist der Schlepper ein echtes Kraftpaket.